Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir durch das Winterfest bekommen können. Und dazu bin ich hier in EF, denn dort können wir uns das als Allianzler kaufen. Selbiges Pandor wird es dann auch bei der Horde in Ogrimmar geben, auch bei den Goblin-Händlern, die ihr hinter mir seht, einfach da mal anquatschen. Also ich befinde mich bei der Allianzseite hier in Eisenschmiede. Und in Eisenschmiede hier auf den Koordinaten 33, 67, dort ist quasi Altvater Winter und auch seine Goblin-Helfer. Und diese Goblin-Helfer, wenn wir die anquatschen, haben die verschiedene Sachen. Hier gibt es eine, die verkauft verschiedene Getränke und Leckereien. Und dann haben wir daneben noch einen anderen Goblin und der verkauft uns einen Haufen Geschenkpapier und ein neues Toy jetzt hier im Jahr 2021. Dieses Ding schimpft sich Winterhauch Gesangsbuch und wir können das einfach kaufen gegen 52 Kupfer, also relativ günstig. Ich glaube, eins der günstigsten Toys überhaupt und dementsprechend können wir uns da dann das Toy gleich lernen. Das machen wir jetzt mal. Übrigens, hier bei diesen Quests könnt ihr auch noch ein Geschenk bekommen, dieses hier, und da könnt ihr alle alten Toys kriegen, die es in den Geschenken die letzten Jahre gab. Heißt, wenn euch da noch was fehlt, holt euch das Geschenk, macht die Quest ein paar Mal, da gibt es einiges an Items noch raus, falls ihr die alten Sachen verpasst habt. Wenn ihr das Add-on All the Things habt, dann zeigt es euch auch hier schön an, ob euch da noch was fehlt. Bei mir steht 0, 100% von den Sachen habe ich. Ist so eine ganz nette Hilfe, wenn ihr euch unsicher seid, fehlt mir da was, brauche ich da eventuell noch ein Toy raus, da könnt ihr dann ein bisschen nachgucken. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal dieses Toy an. Hier Winterhauch-Gesangsbuch. Singt ein festliches Lied, funktioniert nur während des Winterhauchfests. Das finde ich mal ein bisschen schade, aber gut. Wir halten da so eine Schriftrolle in der Hand, wo übrigens nichts draufsteht. Also da hätten sie was draufschreiben können, aber ihr seht hier so ein paar Noten, ein paar Klänge haben wir. Jetzt einen Gesang höre ich tatsächlich nicht, aber sieht ganz nett aus. Und ja, schade, dass man es nur während der Festtage quasi benutzen kann. Das Winterhauchfest, falls ihr euch das fragt, geht dieses Jahr vom 16. bis einschließlich zum 2. Januar. Also in der Zeit habt ihr auch Zeit, dieses Toy zu holen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Toy Guide wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.